Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Bonjour, darf ich auch sagen. Wir haben internationale Gäste. Monsieur Damien Chapuis, Direktor der Französischen Institut hier in Magdeburg, in Sachsen-Anhalt, ist bei uns natürlich mein Lieblingsintendant. Michael Kempchen, Intendant im Puppentheater hier in Magdeburg. Herzlich willkommen, meine Herren. Ich freue mich, dass wir heute in Ottos Wohnzimmer über Kultur oder viel Kultur sprechen können. Danke. Monsieur, bienvenue. Was macht ein französisches Institut in Sachsen-Anhalt? Warum sitzen Sie in der Staatskanzlei in der Hegelstraße? Also warum es ein Institut Français in Sachsen-Anhalt gibt, das ist die Begründung, dass wir immer versucht haben, seit 1990 das französische Kulturnetz in Deutschland breiter zu machen. Und von daher sind die Instituts Français mittlerweile in jedem Bundesland vertreten. Und das Institut Français. Es gibt 16 Instituts Français, die aber nicht ganz genau nicht eins pro Bundesland, aber es gibt noch dazu deutsch-französische Kulturzentren, okay. Also die mit dem Netzwerk der Instituts Français wirklich eng zusammenarbeiten. Und von daher kann man sagen, dass die entweder Institut Français oder deutsch-französische Kulturzentren in jedem Bundesland vertreten werden. Sachsen-Anhalt hat ein Institut Français seit 2003. Mhm. Und es ist eine Besonderheit in Sachsen-Anhalt und in Thüringen, das sind die zwei Bundesländer, wo die Situation so ist, dass die französische Botschaft damals eine Vereinbarung mit den jeweiligen Staatskanzleien getroffen hat. Die französische Botschaft entsendet den Leiter des Instituts sozusagen, Kulturattaché. Aber Kulturattaché versteht man immer so als Diplomat, als Angestellte bei der Botschaft. Ist das so bei Ihnen? Ja, also das Netzwerk der Instituts Français ist im Gegenteil zu Goethe-Institut, wir sind ein Teil der Botschaft. Okay. Wir haben keine Unabhängigkeit, das heißt, das Netzwerk Instituts Français ist sozusagen einen anderen Namen für die Kulturabteilung der französischen Botschaft in Berlin beziehungsweise in den anderen Ländern rund um die Welt. Und wir sind wirklich Teil des Außenministeriums. Von daher ist die Funktion sowohl also im kulturellen Bereich Attaché für protokollarische Aufgaben schwierig zu trennen. Und seit 2003 gibt es das Institut in Sachsen-Anhalt und die Vereinbarung sieht vor, dass die Institute beide in Thüringen und in Sachsen-Anhalt von den Staatskanzleien mitgetragen werden. Und von daher sind wir, mein Kollege in Erfurt und ich hier in Magdeburg, freundlicherweise von der Staatskanzlei empfangen und Sie haben auf jeden Fall einen sehr schönen Arbeitsplatz, kann man so das sagen. Das ist ein schönes Gebäude, sehr schön, ja. Sehr imposant, ja. Natürlich nicht wie in Paris mit Lidor, aber wir sagen in Frankreich, wenn man dann oft in einem Ministerium arbeitet, dass man unter dem Gold der Republik arbeitet, ja. Mhm. Das trifft bei mir auch zu, nur das ist nicht von der Französischen Republik, sondern von der Deutschen Republik und vom Land Sachsen-Anhalt. Ja, was macht trotzdem Ihr Institut in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg ganz besonders interessiert uns? Also Kulturvermittler versteht man auch, ja. Aber es gibt auch viele Veranstaltungen, die Sie selber organisieren und ja. Auch Austausch zwischen Frankreich und Sachsen-Anhalt. Kann man so sagen? Darf man so sagen? Kann man so sagen. Ja. Das Institut Français ist Partner bei, würde ich sagen, jeder Angelegenheit, die mit Frankreich, also bei jedem Projekt, das mit Frankreich zu tun hat. Wir konzentrieren uns zwar auf Kultur, weil das ist unser Kerngebiet ist, aber nicht nur. Wir haben Anfragen zum Beispiel in anderen Bereichen, auch teilweise Wirtschaft oder Umwelt oder also wirklich, sobald es um ein Projekt mit Frankreich geht, ein Austausch mit Frankreich geht, dann sind wir auch der richtige Ansprechpartner, beziehungsweise dann die Eingangstür, um die Anfrage weiterzuleiten, entweder an die Botschaft oder an andere Partner. Wir machen viel mit Kultur natürlich in ganz Sachsen-Anhalt und das ist auch eine Besonderheit des Instituts hier und auch in Thüringen, dass wir nicht nur in einer Stadt tätig sind, sondern im ganzen Bundesland. Und das ist der
Vorteil, dass wir in Magdeburg, aber auch in Halle, in Dessau, in Salzwedel, in Quedlinburg und so weiter Projekte mit betreuen. Wie zum Beispiel Federal Musik? Wie zum Beispiel, es gibt dann Projekte, die jedes Jahr veranstaltet werden, also organisiert werden. Ich denke an die Fête de la Musique. 21. Juni. Genau, weltweit. Dieses Jahr wieder, weltweit. In Sachsen-Anhalt einmalig 11 Städte organisieren die Fête de la Musique in einem Netzwerk. Mhm. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant, sehr positiv. Das Institut Français lädt jedes Jahr französische Bands ein nach Sachsen-Anhalt. Und diese Bands spielen in den, nicht 11, aber 10 Städten, von Salzwedel bis Merseburg, von Sangerhausen bis Burg und über Quedlinburg, Aschersleben, Dessau. Also ich werde sie jetzt nicht alle zitieren. Die zweite Veranstaltung, die jedes Jahr stattfindet, ist das französische Festival, französische Kulturtage in Sachsen-Anhalt. Heißt Francofolie und findet vom 21. Juni, von der Fête de la Musique bis zum 14. Juli statt. Bis zum Was wäre eine Überraschung? Ja. 3 Wochen ja. Mit wirklich ein großartiges Programm. Wir haben eine Konferenz, wir haben Konzerte, wir haben Filme, wir haben Ausstellungen und so weiter und so fort. Und das Dritte, was jedes Jahr zu sehen ist, ist die französische Filmwoche in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg, in Halle und in Dessau. Und die Filmwoche findet dieses Jahr vom 19. April bis zum 26. April statt. Also in einem Monat oder in... Ja, in ein paar Wochen. In ein paar Wochen, ja, genau. Und da machen wir mit. Wir haben einen treuen Partner in Magdeburg, in Halle, die mit organisieren. Ich denke an den Moritzhof in Magdeburg, der sowohl die Francofolie als auch die französische Filmwoche organisiert und koordiniert. Ja. Und ich denke natürlich an die treue Partner, die Stadt Magdeburg, die Landeshauptstadt Magdeburg für die Fête de la Musique zum Beispiel. Also das ist wirklich vielfältig und wir sind auch dabei, zum Beispiel in Halle läuft jetzt gerade eine Ausstellung in der Moritzburg über den französischen Maler Georges Rouault und das französische Institut in Sachsen-Anhalt nimmt an der, beteiligt sich an dem Rahmenprogramm zu dieser Ausstellung, also Konferenzen, Konzerte. Wir arbeiten auch zusammen mit dem Kunstverein Talstraße in Halle. Wir arbeiten in Magdeburg auch mit dem Kunstmuseum. Also das ist wirklich sehr vielfältig. Wir hören auch sehr, sehr vielfältig. Und vielleicht, wenn Sie mir noch ein Wort gestatten, Heure du Conte francophone, francophone Märchenstunde. Das ist auch eine sehr schöne Veranstaltung, die wir organisieren, zusammen mit der Stadtbibliothek Magdeburg und mit dem Förderverein Au Clair de la Lune, also die Kita, die zweisprachige Kita. Ja. Genau. Wir organisieren jeden ersten Donnerstag im Monat eine francophone Märchenstunde und für Kinder. Das ist wirklich sehr schön, jeden Monat in einem anderen Ort. Das kann im Theater sein, das kann in der Stadtbibliothek sein, das kann in einem Museum oder in einem Geschäft zum Beispiel, in einer Buchhandlung sein. Und ja, da erzählen wir Märchen oder Geschichte in Französisch für Kinder. Nicht unbedingt für Kinder, die Französisch sprechen, aber die sich einfach, die neugierig sind und die Sprache gerne hören möchten. Aber der geborene Partner für Märchen ist natürlich ein Puppentheater. Eben. Habt ihr schon mal mit dem Französischen Institut zusammengearbeitet? Das ist jetzt schon wieder ganz einseitig betrachtet. Puppentheater gleich Märchen, was natürlich nicht so aber stimmt. Das ist geborene Partner dafür. Aber wir sind schon vielfach Partner gewesen. Also gerade wir richten ja das internationale Figurentheaterfestival aus. Das ist ja eines der renommiertesten europäischen Festivals des Genres überhaupt. Nicht einer, sondern der. Und danke. Und Institut Français ist seit vielen Jahren schon Partner und fördert gerade dann die Teilnehmer, die aus Frankreich kommen. Und gerade Frankreich hat im Bereich des modernen Figurentheaters eine ganz interessante Szene und die sind da sehr innovativ. Nee, da sind wir gute Partner. Ja, ich konnte neulich in der Zeitung lesen, das Puppentheater hat ein Problem. Ihr habt keine Plätze mehr. Alle Vorstellungen sind komplett ausverkauft. Und ganz viele Nachfragen und man überlegt, wie kann man das doch einem breiteren Publikum das öffnen? Ist das so? So gesagt, ein Luxusproblem. Ja.
Ja, das also macht das uns trotzdem etwas Sorgen, dass wir vielfach Anfragen bekommen aus der Bevölkerung, spielt doch noch mehr für die kleinen Kinder. Die gleichen Anfragen kommt, macht doch noch mehr für Erwachsene. Mhm. Wir haben aber nur einen sehr begrenzten Zuschauersaal. Zwei Bühnen haben wir allerdings und wir haben eine begrenzte Mitarbeiter, also Schauspieler. Wir haben begrenzt 8 Darsteller bei uns verpflichtet. Heißen die Schauspieler oder Puppenspieler? Das sind Puppenspieler, die haben ja eine 4-jährige Diplomausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Und wir engagieren auch grundsätzlich nur Darsteller, die diese Ausbildung und Qualifikation haben. Okay. Das heißt, da ist auf der einen Seite der begrenzte Personalstamm, auf der anderen Seite die begrenzten räumlichen Kapazitäten. Und jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie können wir das Problem lösen? Wie können wir diese Gruppen, die so stark nachgefragt sind, stärker anbieten? Und da sind wir momentan dabei, dass wir unseren Spielplan ein wenig umstrukturieren wollen, um da Freiräume zu schaffen, um genau diese beiden Gruppen stärker zu befriedigen. Und da bin ich dann bei dem Punkt, nämlich nicht nur Märchen, weil wir haben gerade im Kinderbereich, wir machen das klassische Weihnachtsmärchen, na klar, natürlich, das wollen die Menschen auch sehen, aber wir setzen sehr viel modernes Kindertheater um. Und auch Erwachsene. Und wir haben zunehmend das Erwachsenenpublikum. Und das ist eine wunderbare Entwicklung, weil wir zunehmend die junge Bevölkerung zu uns ins Haus ziehen. Also wir haben ja eine derzeit ganz aktuelle Inszenierung, M, eine Stadt sucht einen Mörder. Die ist, wenn wir die ansetzen, 3-4 Monate vorher schon ausverkauft. Mhm. Selbst die Zusatzvorstellungen, die wir reinnehmen, sind innerhalb eines Tages voll. Damit werden wir im Übrigen auch in diesem und im kommenden Jahr auf Tournee gehen. Potsdam, Berlin, Süddeutschland, Belgien, Österreich. Die ist sehr erfolgreich. Und was das Interessante ist, dieses junge Publikum, die jungen Magdeburger, die Erwachsenen, die kommen, wir haben ein sehr junges Ensemble. Wir haben vor 3 Jahren unser Ensemble komplett neu strukturiert. Wir haben alles Absolventen der Hochschule geholt. Die sind sehr kreativ, die wollen ganz viel. Und auf deren Betreiben hin haben wir in einer ehemals alten Turnhalle, die auf unserem Grundstück steht, haben wir eine Art Open-Space-Bühne eingerichtet. Dort machen die 2-3 Mal im Monat ein eigenes Programm. Das ist von Lesung, Musik, Figurenspiel. Und bewerben die ganz allein. Das taucht gar nicht bei uns in den Spielplänen auf. Das läuft einzig und allein über Social Media, die Bewerbung. Das platzt aus allen Nähten. Und das Tolle ist, die jungen Magdeburger, Studenten etc., die dahin kommen, die kommen dann in unsere Vorstellungen, weil die genau die Leute, die sie dort erleben, dann auf der Bühne sehen wollen. Ein gutes Konzept. Ja, ideal. Villa P ist nicht so lange auf dem Markt, darf man so sagen, also schon 3 Jahre? 2012 eröffnet, November 2012. Also werden jetzt, waren 4 Jahre. Vier Jahre auf dem Markt und platzt auch aus den Nähten. Ja, das ist das nächste Problem. Platzt auch aus den Nähten, weil vor 4 Jahren eröffnet und die Villa P, die Geschichte zum Figurenspiel, spiegelt sich da wieder von den Ursprüngen bis in die Jetztzeit. Vielleicht das heißt, erklären wir den Zuschauern, die vielleicht noch nicht gehört haben, was ist Villa P? Villa P ist eine alte Rayonhausvilla. Das ist eine ehemalige Fabrikantenvilla. Schäfer und Buddenberg war ein großes Unternehmen vor dem Krieg in Magdeburg. Und der Schwiegersohn von Buddenberg, der dann später auch der Geschäftsführer war, hat sich dieses Haus gebaut. Das heißt, auch in der unmittelbaren Nähe heißt das auch die Buddenbergstraße. Das grenzt genau an unser Theater an. Genau. Es gibt einen Verbindungsgang, dort ist ein Café, wo man vom Theater in die Villa kann. Wunderschönes Haus. Und mittlerweile ist eine Ausstellung dort mit vielen Puppen, die man wunderbar betrachten kann, die auch eine Geschichte haben, die in alle eure Stücke zu sehen waren, seit ganz vielen Jahren. Und darüber hinaus. Und circa 1000 Figuren in der Sammlung. Und es, wie gesagt, von Ursprüngen, 30-jähriger Krieg, da gab es uns ja noch nicht. Aber auch da wird erzählt, wie hat sich das Figurenspiel entwickelt, über die 20er Jahre, die dunklen Jahre in Deutschland,
die Zeit des Nationalsozialismus, wie Puppentheater missbraucht wurde für Propagandazwecke, über die DDR-Zeit bis in die Jetztzeit. So, und die endet dort mit der 2000er Jahre, also 2010 ungefähr. Man steht ja immer Neues, nie nur in Magdeburg, sondern deutschlandweit, international auf dem Puppentheatermarkt. Das können wir schon gar nicht mehr präsentieren. Das heißt, irgendwann wird der Punkt kommen, wo wir die Ausstellung neu konzipieren müssen. Oder was erweitern. Erweitern wird kaum möglich sein. Wir müssen umkonzipieren, weil wir haben nur die begrenzte Räumlichkeit, und die Geschichte weiterzuerzählen. Apropos international, ich habe den Eindruck, ganz viele internationale Gäste besuchen diese Villa P. Und vielleicht kann man auch noch mal daran denken, was kann man für diese internationalen Gäste, dass man eine Übersetzung der Führung hat? Oder ist das vielleicht ein Thema, was man zunehmend internationale Gäste? Ja. Zunehmend. Da gibt es ein Gästebuch. Da habe ich gerade in der vergangenen Woche mal reingeschaut. Rein zufällig. Da sind, wirklich zufällig. Also aus Frankreich sowieso, aber auch selbst aus Australien, aus Japan besuchen also Gäste dieser Ausstellung, sind alle hellauf begeistert. Und wir haben jetzt vor, wir wollen Audioguides anschaffen mit Texten, Französisch, Englisch, sodass diese internationalen Besucher die Möglichkeit haben, mit diesem Audioguide auch durch diese Ausstellung zu gehen, weil die ist nur deutsch beschriftet, und dann zu erfahren, was sieht man in den Räumen, was erleben wir dort. Und da hoffe ich auf die tatkräftige Unterstützung unseres Fördervereins, der ja die Gestaltung der Ausstellung schon maßgeblich mit seiner fabelhaften Patenpuppen-Initiative unterstützt hat. Auch wieder auf den Förderverein, was die Finanzierung dieser Audioguides und der Betextung. Also wo sollen sich die Leute wenden, wenn sie unterstützen wollen, das Projekt? Vielleicht an das an den Förderverein oder an den Förderverein des Magdeburger Puppentheaters. Förderverein des Puppentheaters Magdeburg. Zu erreichen über Puppentheater Magdeburg. Also auf der Webseite. Der Förderverein hat auch eine eigene Webseite. Genau. Aber die ist auch verlinkt mit eurer Seite. Die ist verlinkt. Und dann kann man dann nochmal das Projekt vielleicht unterstützen. Genau. La Notte war letztes Jahr unglaublich fantastisch. Superlative gibt es nicht mehr. Also das war unbeschreiblich. Was folgt jetzt noch? Wie kann man das noch toppen? Das ist das Problem, was eigentlich jeder hat. Wenn man einen Erfolg erreicht hat, wird es immer schwieriger, diesen Erfolg beizubehalten bzw. noch was draufzusetzen. Aber 2018 steht schon fest, die Bevölkerung will ja immer dann noch mehr und noch besser. 2018 soll es wieder ein Festival geben. Da muss man sehen, wie sichern wir die Finanzierung. So ein Festival kostet ungefähr 350.000 Euro. Die ganzen internationalen Gäste, die Reisekosten, die Transportkosten, Bühnen etc. etc. Die Stadt Magdeburg unterstützt das Festival mit 40.000 Euro. Da sind wir dankbar. Wir finanzieren einen Großteil, 80.000 bis 100.000, über den Verkauf von Eintrittskarten. Und für den Rest müssen Sponsoren oder Stiftungen gewonnen werden. Ja. Das ist natürlich schwer in Magdeburg. Wir kennen die Situation, es gibt nicht so viel wirtschaftsstarke Unternehmen oder in Magdeburg. Oder Mäzenatentum. Oder Mäzenatentum gibt es, ist mir unbekannt in dem Sinne jetzt in Magdeburg. Schon, aber nicht so. Mir ist es unbekannt. Dann also können wir wer sich melden möchte, kann ich melden, gerne. Ja, also und die Stiftungen haben Probleme aufgrund der Nullzinspolitik. Ja. Da bildet sich kaum Vermögen derzeit. Also es ist schwer, aber wir haben vor, in 18 wieder ein Festival. Wir werden wahrscheinlich wieder mit einer Landort eröffnen. Den Ort und Inhalt, da arbeiten bleib wir gerade dran. Bleibt geheim, das weiß ich ja. Waren Sie schon dort? Letztes Jahr. Ja. Letztes Jahr. Also ich kann es schon mal zusichern, dass 2018 wird das Institut Français auch für die französischen Gäste, die Sie einladen, gerne dabei sein. Das war, das sind magische Tage, wirklich. Also Abende, Freitag und Samstag. Vielleicht unsere Partnerstadt in
Frankreich, Le Havre. Mhm. Ich habe den Eindruck, es ist eine sehr, sehr gute Beziehung jetzt entstanden und auch ein reger Austausch. Wissen Sie mehr? Können Sie vielleicht ein paar Einzelheiten, was wir als Bevölkerung noch nicht alles kennen? Na gut, das ist vorrangig ein Thema, was zwischen beiden Städten bearbeitet wird. Die Partnerschaft zwischen Städten, das betrifft die zwei Stadtverwaltungen und auch die Vereine in den jeweiligen Städten. Das Institut Français steht als Partner, sobald wir ein interessantes Projekt uns ein interessantes Projekt vorliegt, zum Beispiel, das von beiden Städten gefördert wird, kann das Institut Français auch einspringen. Mhm. Was wir versuchen als Institut Français ist verstärkt, zum Beispiel, ich sprach vorhin von der Francophonie, dass wir verstärkt Künstler aus der Partnerstadt einladen. Ja. Dass wir sagen, okay, oder für die Fête de la Musique, dass wir sagen, in Magdeburg, es wäre irgendwie schön, wenn Bands oder Gruppensänger oder Musiker aus Le Havre spielen könnten. Das Gleiche gilt übrigens auch für Halle, wo wir auch bei der Francophonie versuchen, in beiden Städten auch Gruppen oder Künstler aus der jeweiligen Partnerstadt einzuladen. Das gilt für Le Havre hier in Magdeburg, für Grenoble in Halle und wir hoffen, dass es uns gelingt. Mhm. Wie lange sind Sie in Magdeburg? Seit 2015? Seit September 2015. 15. Wie fühlen Sie sich in Magdeburg? Ein Franzose in Magdeburg? Sehr wohl. Ja. Sie kennen Deutschland schon ein bisschen. Sie waren früher in Dresden, wenn ich richtig weiß. Und jetzt sind Sie in Magdeburg. Zwischendurch waren Sie natürlich in Frankreich. Ich war zurück in Frankreich. Ich habe lange an der Elbe gelebt, allerdings jetzt flussaufwärts. Ja. Also Mitteldeutschland ist mir nicht unbekannt als Region. Ich war zwar nie in Sachsen-Anhalt, beziehungsweise nie im Norden des Landes. Ich kannte schon das Harzgebirge und den Süden des Landes, aber Magdeburg nicht. Das war eine gute und schöne Überraschung, muss ich sagen, als ich hier zum ersten Mal angekommen bin. Ich hatte mir die Stadt anders vorgestellt und ich finde besonders schön, dass die Stadt eine so lange, reiche Geschichte hat. Mhm. Ich finde es nur schade, dass man das, also ich habe das Gefühl als Zuschauer von außen, dass man das hier weitgehend vergessen hat. Ja. Alles, was in dieser Stadt passiert ist, von Kaiser Otto, aber den hat man nicht vergessen. Aber in der Zwischenzeit, zum Beispiel die 20er Jahre vom 20. Jahrhundert, diese Riesenbewegung der Modernität, das ist eine sehr wichtige Zeit, denke ich, für die Stadt, für Deutschland, aber auch für ganz Europa. Ich denke mal, 2019 wird nochmal wieder in Erinnerung sein. Genau. Es war letztes Jahr auch das Jahr der Moderne und dann kommt das wieder. Und das könnte übrigens, also diese moderne Architektur, das ist natürlich auch ein schönes Thema, das in beiden Städten, Le Havre und Magdeburg, angesprochen werden könnte. Ja. Und auch das Thema des Wiederaufbaus nach dem Krieg. Le Havre ist auch weitgehend zerstört worden, ist aber relativ schnell wiederaufgebaut worden von dem Architekt Auguste Perret. Und Le Havre ist jetzt Weltkulturerbe aufgrund des Werkes oder der Aktion von Auguste Perret. Und dann denke ich, gibt es auch Brücken zwischen Magdeburg und Le Havre, die geschlagen werden könnten in diesem Bereich moderne Architektur und überhaupt Stadtplanung, Architektur. Hat ein Kulturvermittler auch noch Zeit für die Kultur selber zu erleben hier in Magdeburg? Haben Sie überhaupt Zeit, haben Sie Freizeit? Ja, nur zum Glück. Ich habe Freizeit. Weil Sie so viel reisen müssen, ganze Land und noch nach Frankreich. Also ich muss sagen, wenn ich Freizeit habe, versuche ich auch mehrere Tage hintereinander frei zu nehmen. Und dann gebe ich zu, in diesem Fall fliege ich nach Frankreich zurück. Weil Sehnsucht nach Hause. Persönliches Leben erwartet mich auch mal in Frankreich. Aber wenn Sie hier mal Zeit haben? Wenn ich hier Zeit habe, ich habe die Chance, ich habe das Glück, also sehr oft eingeladen zu sein, sowohl hier in Magdeburg für die Premieren im Puppentheater, in der Oper, im Schauspielhaus oder bei Vernissagen von Ausstellungen oder
überall in Sachsen-Anhalt, also nicht nur in Magdeburg. Und Sie können auch sich ein Urteil bilden, wie das Kulturleben jetzt? Genau, das ist sehr vielfältig und sehr reich. Also wenn ich zum Beispiel Magdeburg ist Landeshauptstadt, das Kulturangebot ist sehr, sehr reich. Es freut mich wirklich sehr zu wissen, das habe ich auch in der Presse gelesen, dass das Puppentheater so viel Publikum anzieht und empfängt. Aber eine Stadt wie Dessau zum Beispiel hat auch im Vergleich zu der Größe ein großes Kulturangebot. Ja. Und das ist für mich natürlich als Kulturvermittler sehr erfreulich. Ich kann leider nicht jeden Tag ausgehen und auch nicht an jeder Premiere teilnehmen, aber ich versuche auch, sobald die Veranstaltung einen Bezug zu Frankreich hat, auch dabei zu sein. Das war vor kurzem im Schauspielhaus hier in Magdeburg für die Inszenierung von einem Theaterstück von Frédéric Sontag zum Beispiel der Fall. Und das sind jedes Mal schöne Entdeckungen, natürlich in der Oper auch. Ja. Sie wissen, was jetzt folgt. 2025 möchte Magdeburg sich als Kulturhauptstadt Europa bewerben. Hm. Wie finden Sie das? Wie können Sie von außen ein bisschen, aber jetzt auch noch von innen, Sie leben schon einige Jahre hier, wie finden Sie das? Ist das berechtigt? Hat Magdeburg eine Chance? Ich denke schon. Also ob Magdeburg eine Chance hat, das weiß ich nicht, weil ich kenne das Auswahlverfahren und überhaupt die Begründung für die Auswahl wenig. Aber ich denke, es ist strategisch gesehen auf jeden Fall eine gute Sache. Ich komme aus einer Stadt, die selbst in die Vorrunde ging in Frankreich, das war Saint-Étienne, als Marseille dann schließlich Kulturhauptstadt innerhalb Frankreich gewählt wurde, hatte sich mehrere Jahre zuvor Saint-Étienne auch beworben, ist nicht ausgewählt worden, aber noch Jahre später konnte man auch merken, wie wichtig diese Zeit war für alle Akteure und nicht nur für Kulturakteure der Stadt, die gelernt haben bzw. die Gelegenheit hatten, damals während der Bewerbungsphase zusammenzuarbeiten und zusammen zu überlegen, wie die Stadt von morgen aussehen soll. Und das war wirklich einmalig, das war das erste Mal. Und die Beziehungen, die damals entstanden sind, haben dazu geführt, dass die Zusammenarbeit auch einfacher geworden ist. Absolut. Und dass man auch am Ende, okay, die Stadt ist selbst am Ende nicht gewählt worden, aber die Ziele, die man sich gesetzt hatten, hat man trotzdem umgesetzt. Die waren da. Ja. Und alle sind nicht umgesetzt worden, aber trotzdem war das eine Richtung, eine Orientation für die Stadt, für die verschiedenen Akteure. Das war auch eine Begegnung zwischen Kultur und Wirtschaft, Stadtplanung, auch Architektur, natürlich auch mit der Bevölkerung. Und ich denke, sowas kann nur Positives sein, egal was am Ende daraus wird. Diese Bewegung ist eigentlich das Wichtigste. Ich denke auch. Michael, das Puppentheater wird natürlich eine große Rolle spielen bei der Bewerbung der Kulturhauptstadt. Wie siehst du die Chancen? Ich nehme an, dass das Theater eine Rolle spielen wird, auch durch die Internationalität, das Festival letztendlich. Ich kann das schlecht einschätzen, da ich auch nicht die Entscheidungsstrukturen in der EU kenne. Die sind ja sehr, sehr schwierig zu durchschauen. Für ein Laien bürokratisch letztendlich. Ja. Aber ich kann mich nur Damien Chalpin anschließen. Ich halte erstmal die Initiative für ganz wichtig, dass wir sagen, wir wollen das. Und das ist für mich wichtig zum Stärken des Selbstbewusstseins für diese Stadt. Es ist wichtig zum Finden der Identität dieser Stadt letztendlich. Und ich finde, ja, die Ziele, wie sieht diese Stadt von morgen aus, das ist für mich so ganz spannend daran, was wird sich da entwickeln, das finde ich gut. Und es ist letztendlich auch ein Bekenntnis dazu, aus meiner Sicht, dass Magdeburg sagt, wir wollen einen Beitrag dazu leisten, die Europäische Union, die EU, auch als eine Wertegemeinschaft zu verstehen. Weil ich glaube, das ist ja das Problem, was diese Europäische Union im Moment hat. Ist es wirklich eine Wertegemeinschaft? Und das ist etwas, wo Magdeburg mit dran arbeiten will. Und egal, ob es dann klappt oder nicht klappt, weil es gibt starke Konkurrenz natürlich. Aber die Ziele, die formuliert werden, da hoffe ich, dass man die dennoch
Schritt für Schritt und langfristig natürlich umsetzen will. Und was die Stadt braucht, das ist immer mein Credo, Damian Schoppel kennt das, wir sind ja auch in einer Arbeitsgruppe, dass ich immer sage, wir brauchen Mut. Diese Stadt braucht Mut und Visionen vor allem. Und da, Mut können wir ruhig noch mehr haben. Mut hat auch das Puppentheater, macht sehr interessante Inszenierungen, sehr spektakuläre auch. Was folgt demnächst? Im Sommer gibt es immer so ein Sommertheater auf dem Hof. Was wird uns dort erwarten? Gibt es also vielleicht Termine, die du unbedingt den Zuschauern mitteilen möchtest? Ja, unbedingt. Ja. Also wir haben jetzt noch 4 Monate, ja. Dann endet die Spielzeit. Ja. Die endet im Theater ja einmal im Ende Juli. Ja. Dann sind August Theaterferien und dann beginnt die neue Spielzeit. In diesen 4 Monaten haben wir noch 4 Premieren. Oh. Und die Kinderkulturtage, ganz wichtig, die Kinderkulturtage der Stadt Magdeburg beginnen am 12. Juni. Das ist ja dieses große Kreativfest für die Kinder. In diesem Jahr stehen sie unter dem Motto Telemann? Unbekannte Orte. Aber es gibt auch wir haben die Telemania in diesem Jahr in Magdeburg. Ein Wahnsinnsprojekt insgesamt. Ja. Beteiligen wir uns auch ganz gerne sogar und wir machen die Inszenierung Don Quixote nach den Suiten von Telemann. Mhm. Erstmals gemeinsam mit einem Orchester, mit dem Konbarockorchester des Konservatoriums. Da wird Premiere sein am 11. Juni. Und dann haben wir noch eine Premiere im April. Die Legende vom Anfang, ein Schöpfungsexperiment. Das ist, kann man so sagen, unser Beitrag zum Reformationsjahr letztendlich. Wir haben am 13. Mai eine wunderschöne Geschichte, Premiere. Niemand heißt Elise. Es geht um eine junge Frau. Die Geschichte spielt während des Krieges in Deutschland. Eine junge Frau, die auf der Flucht ist, strandet. Und dort erlebt, wie es einem Flüchtling geht. Ich finde, das ist eine sehr interessante Geschichte für Kinder, zeigen wir. Da freue ich mich sehr drauf. Und wir haben das Hofspektakel natürlich. Premiere. Aber nicht vergessen vorher, am 18. Mai im Dom, die Domfestspiele. Da sind wir natürlich auch dabei. Natürlich. Bei den am 18. Mai weiß ich ganz genau. Am 18. Mai bei den Domfestspielen in der Nähe des Barlach. Denkmal. Genau. Um 15 Uhr. Im Dom? Um 15 Uhr. Genau, das weiß ich ganz genau. Wunderschönes, für kleine Kinder wunderbar geeignetes Kinder. Puppenspiel. Genau. Und Hofspektakel, muss ich sagen, in diesem Jahr beginnt am 24. Juni, läuft dann 4 Wochen täglich. Und in diesem Jahr machen wir einen Woody Allen. Oh Gott. Hat nichts mit dem Reformationsjahr zu tun, ist eine Woody Allen-Komödie. Und es geht ein bisschen so darum, was ist eigentlich Theater und was ist das Leben? Ist das Leben das Theater oder das Theater das Leben? Wie man Woody Allen kennt, es ist immer sehr spannend. Ich glaube, das wird sehr, sehr schön. Ein ganz ungewöhnlicher Ort der Aufführung im Innenhof, aber da, wo es noch nie war. Wir lassen uns überraschen. Meine Herren, leider ist die Zeit schon um. Wir haben noch so viele Fragen, die wir noch nicht geklärt haben, aber ich weiß, dass Sie auch gut essen gehen. Ja, und das mag ich gern. Sie müssen mir aber noch mal trotzdem erklären, die Zeit müssen wir noch haben. Was heißt in Frankreich, wenn Sie abends mit jemandem essen gehen? Weil Sie haben mir im Vorfeld gesagt, das ist was ganz anderes, als in Deutschland ist. Ja, na, es geht vor allem auch um die Uhrzeit. Okay, da wird noch viel später dort gegessen. Ja, und wenn man in Deutschland, meistens in Deutschland isst man am Abend kaum, das ist Abendbrot. Und in Frankreich, das ist mittlerweile eine wichtige Mahlzeit geworden. Das ist auch die einzige Mahlzeit am Tag, wo meistens alle zusammensitzen können. Und man isst in Frankreich richtig am Abend und auch viel später als in Deutschland. Ja. Und von daher muss man aufpassen, wenn als Franzose in Deutschland, wenn man Freunde einlädt, und zwar in Frankreich isst man am Abend so frühestens um 19.30 Uhr, meistens um 20 Uhr in den Großstädten. Wenn man natürlich Freunde aus Deutschland um diese Uhrzeit einlädt, dann denken sie, das ist nicht mehr zum Abendessen, sondern zum
für den Abend. Und ich habe eine Geschichte von Freunden von mir, die es ist ihnen passiert, dass die die Gäste, die sind gekommen, die hatten allerdings schon gegessen. Oh, ist natürlich, ja. Aber wenn Sie mal gut essen wollen oder selber noch mal ausprobieren, ich kann Ihnen empfehlen, ein Rezept von unserer Intendant hier, ist allerdings Österreich-Fan. Also, wir haben ein Kochbuch, natürlich hier mit dem offenen Kanal zusammen, und da werden Sie ein paar schöne Rezepte finden. Und natürlich, Michael Kempchen hat hier auch gekocht. Ja, obwohl er sagt, er kann nicht kochen, er kann wunderbar kochen. Das ist das Einzige, was ich kann. Ja. Also wünsche ich Ihnen damit viel Spaß. Und natürlich in unserer Telemann, ja, es gibt auch eine Verbindung zwischen Telemann und Frankreich. Natürlich, Telemann war auch sehr lange in Frankreich vertreten. Es gibt eine neue Telemann-Medaille für Sie als klein Andenken. Und ich darf mich ganz herzlich bedanken, danke, dass Sie da waren. Danke. Ich darf mich auch bei Ihnen bedanken, meine Damen und Herren. Überlegen Sie, am 21. Juni ist Fête de la Musique und ganz, ganz viele Termine im Puppentheater in Magdeburg. Sie sehen ganz viel Kultur hier in unserer Landeshauptstadt. Otto erlebt Kultur, macht Kultur und schaut natürlich wieder, immer wieder hier im Ottos Wohnzimmer, wenn interessante Gäste da sind. Danke fürs Zuschauen, danke Ihnen fürs Kommen. Merci. Und bis zum nächsten Mal. Au revoir. Auf Wiedersehen.